willkommen zur Eröffnung unserer SZ-BZ Summer Arena. Hat die Herren mir in vielen Jahren hier unternehmerisches Geschick bewiesen. Großes Vertrauen war da und ich ließ mir einfach das Geschäft mit den Leuten klären. Schnell wurde klar, wie spannend dieses Thema ist. Ein Thema, das gerade von Norden und Westen her Deutschland aufrollt. Schnell wurde auch klar, dass wir als SZBZ Sindelfinger Zeitung und Böblinger Zeitung unseren Namen gerne mit diesem Projekt verknüpfen und für unseren Raum einfach damit eine neue Attraktivität schaffen wollen. Doch wenn wir als SZBZ bei einem solchen Projekt dabei sind, dann muss diese Soccer Arena auch zu unserem Anspruch als Nummer 1 in diesem Raum passen. Sie muss einfach bei gleichen Preisen besser sein als ähnliche Angebote. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen, Hans-Peter, so kennt ihn eigentlich keiner, Hansi Müller, herzlich willkommen hier. Als Sie hier reingekommen sind, ist Ihnen ein Wort gleich spontan aus dem Mund gekommen, überragend. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ich habe bisher gesagt, überragend, du kommst da rein und siehst sieben Spielfelder, das glaube ich, hat er vorher gesagt. Diese Tore, das Gras, auch wenn es Kunstrasen ist, aber es ist halt Fußball pur und das ist für jeden, der Fußball liebt, ob das ein kleiner ist mit 3, mit 5 oder einer, der sagt, nach der Arbeit mit 50, 55, 60, wenn er noch gut drauf ist, ins Ding gehen zu lassen. Ja, Leute, die Eröffnungsfeier, ja, der Soccer Arena Sindelfinger. Ja, wir haben versucht hier mit einigen Stars, älteren Stars, aber auch noch namhafte Spieler hier ein bisschen Schwung reinzubekommen. Zusätzlich hier wieder schon die Immobilie versuchen, diese Sache hier zu verheiraten, jung und alt. Und jetzt hier, Damen und Herren, beide können es, beide haben Riesenqualität. Und hier können sie es ausleben und da freuen wir uns natürlich. Gell? Warum wir hier sind, ist ja wohl klar, weil hier eine neue Soccerhalle eingeweiht wird. Wie man sieht, ist es eine tolle Angelegenheit, tolle Halle, macht richtig Spaß. Und das Zweite ist, wir spielen Fußball gegen junge Mädchen. Das macht natürlich auch mal Spaß, das machen wir auch nicht jeden Tag. Sondern es ist für uns eigentlich auch das erste Mal, dass wir gegen eine Damenmannschaft spielen. Und das ist ganz witzig und macht, wie gesagt, sehr viel Spaß. Und ich hoffe auch, die Zuschauer sehen viele Tore, viele lustige Geschichten.